A guy came up to Rabbi Moshe to ask, "Why do rabbis always answer with a question?" To which Rabbi Moshe replied, "Why not?" The night sky above Manhattan will never win any awards. The few stars visible looked lonely and desperate. I could relate. Sometimes the line between salvation and damnation is a mighty fine one. I no longer knew which side I stood on. There are those who would say that I had no business being there. They might be right. I'm no longer sure what I'm doing. But I'm fairly sure I know who I am. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, etwas anderen Projekt, mal wieder bei mir. Let's Play The Shiver. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, denn ich bin mit den jüdischen Traditionen und Bezeichnungen nicht so gut vertraut, muss ich zugeben. Also es gibt Religionen, in denen ich mich besser auskenne als im Judentum. Ja, dieses Spiel... Huch, da wird die Musik aber richtig laut hier. Dieses Spiel wurde 2006, ich weiß es gerade gar nicht mehr, entwickelt von einem Mann namens Dave Gilbert für einen Wettbewerb und hat diesen Wettbewerb auch gewonnen und wurde 2013 dann nochmal jetzt für diverse Plattformen veröffentlicht. Moment, ich muss mal kurz die Musik bei mir leise machen, sonst fange ich ja wieder an zu schreien. So, genau, The Shiver, worum geht es? Es ist ein Adventure-Game und wir haben schon gemerkt, es ist leider komplett in Englisch, es gibt keine deutsche Sprachausgabe und ich habe gerade schon am Anfang versucht, mal es spontan zu übersetzen, allerdings war ich so unzufrieden mit mir selbst dabei, wahrscheinlicherweise hätte es schon gereicht, aber ich war so unzufrieden mit mir selbst, weil ich so stockend nur das mir übersetzt habe, dass ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, es lieber auf Englisch vorzulesen, wenn die Sachen auf Englisch dastehen. Und wenn irgendwas unklar ist, dann kann man ja im Nachhinein immer noch drüber reden, sozusagen. Zum Beispiel gerade eben, ich fand wunderschön den ersten Spruch, den sie gebracht haben. A Goy ist übrigens, musste ich nachschauen, ich habe mir auch extra hier schon einen zweiten Rechner mit Wörterbuch daneben gestellt. A Goy ist ein Nichtjude, das ist ein Begriff der Juden für Nichtjuden. Fand ich auch sehr schön, ein Nichtjude kam zu einem Rabbi und fragte, warum antworten Rabbis immer mit Gegenfragen? Und der Rabbi sagte, warum nicht? Ja, also das wird noch, wir werden noch sehen, das wird noch mit drin vorkommen in dem Spiel. Ich habe mir schon mal ein Vorab-Video zu angeschaut, um mal ein bisschen zu sehen, wie das System im Spiel ist, ohne mich großartig im Spiel spoilern zu wollen. Da habe ich schon gesehen, dass das mit vorkommt, rabbinische Antworten. Aber gut, egal. Worum geht's in dem Spiel? Wir spielen diesen Rabbiner, Rabbi Stone, glaube ich, heißt er. Und der ist Rabbiner in Manhattan, zugegebenermaßen nicht gerade der glücklichste Mann der Welt, wie mir scheint. Und er wird von einer seltsamen Begebenheit eingeholt. Und zwar stirbt jemand, der mal Teil seiner Gemeinde war. Und ich weiß aber noch nicht ganz genau, was zwischen denen passiert ist. Jedenfalls gab es da irgendwelche Querelen wohl zwischen denen. Und dieser verstorbene Mann hat $10.000 vererbt an den Rabbiner. Und er weiß überhaupt nicht wieso. Und deswegen begibt er sich dann auf die Suche nach Hintergründen dabei. Auch weil die Polizei da ein bisschen hellhörig geworden ist. So, mehr weiß ich dazu gar nicht. Das Spiel ist nicht allzu lang. Von daher können wir eigentlich gar nicht viel falsch machen. Ein kurzes Projekt. Mal schauen, wie es so wird. Und ich bin sehr gespannt, weil ich auch mal wissen will, ein bisschen was über so die jüdische Tradition. Da bin ich nämlich auch nicht so firm mit. Ich habe mal nachgeschaut, was Shiva eigentlich ist. Und zwar handelt es sich dabei um eine siebentägige... Also Shiva heißt wohl auch sieben im Hebräischen, so wie ich da gesehen habe. Und das ist eine siebentägige Trauerzeit, nachdem ein nahes Familienmitglied gestorben ist. Und so, also ein Familienmitglied ersten Grades. Wenn ein Familienmitglied ersten Grades stirbt, dann wird eine Shiva abgehalten, eine siebentägige Trauerperiode, in der die Angehörigen dann, so wie ich es verstanden habe, auch gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben außerhalb der Wohnung teilnehmen, sondern man hält sozusagen sieben Tage lang Totenwache in dem Haus des Verstorbenen meistens und gedenkt seiner und trauert. Und es ist aber nicht so, dass die hermetisch abgeriegelt sind, sondern jeder kann zu Besuch kommen und Trost spenden sozusagen.
Also soweit habe ich das jetzt zumindest verstanden, was die Shiva eigentlich ist. Aber ich denke mal, wir werden dann noch ein bisschen mehr erfahren. Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal los. Ich habe schon wieder, wie ich es immer mache, viel zu viel gequatscht jetzt am Anfang. So, vor allen Dingen, weil ich weiß ja gar nichts über das Spiel, aber ich quatsche schon wieder ohne Ende. Gut, egal. Starten wir ein neues Spiel und schauen einfach mal rein. Wie gesagt, ich werde die Sachen, die auf Englisch dastehen, auch auf Englisch vorlesen und nicht versuchen zu übersetzen. Was auch daran liegt, dass manche Sachen vertont sind. Und es würde irgendwie komisch kommen, wenn die auf Englisch sprechen und ich dann auf Deutsch reinquatsche. Von daher machen wir das so, und wenn irgendwas seltsam ist, dann schaue ich hier noch kurz die Worte nach im Nachhinein und werde euch dann sagen, worum es dabei geht. Los geht's. It began, as many things do, with a song. Adon Olam Asher Malach Baterem Ko Yitzir Nivra Lied Nasa Vachel Tzoko Atzai Melech Shemo Nikra. His final note faded off into the near-empty synagogue, unheard by anyone. As I had hundreds of times before this, I got ready to speak. And as I had hundreds of times before this, I began to wonder why. Thank you, Cantor Kaplan. Today in my sermon, I'd like to discuss suffering. Why do bad things happen to good people? Wherever there is pain, or oppression, or poverty, the question is always the same. How could God let this happen? Is God as good as we think? Can he, in fact, do evil? Maybe, on occasion, he even enjoys inflicting pain. I took a good, hard look around my world. And then it hit me. No. I can't do this. I'm sorry. Rabbi? You heard. Huh? What? Go home, Mrs. Raymer. Is it over already? Yeah. Rabbi Stone, wait! You can't just stop. Sure I can. Just watch me. But... It's over, Josh. You can't mean that. Look, you're a good kid. You've got a good voice and a good future. Don't let me hold you back. Now do a mitzvah and call Mrs. Raymer a cab. Goodbye, Josh. Ein trauriger Moment, wenn man erkennt, dass es irgendwie sinnlos ist, was man tut, ne? Also er hat schon hunderte Male vor einer leeren Synagoge mit einer schlafenden Frau drin seine Predigt gehalten. Und hat sich immer wieder gefragt, warum eigentlich, was hat das für einen Sinn? Und jetzt letztendlich hat er den Punkt erreicht, dass er gesagt hat, vergiss es, nicht mehr. Ethical dilemmas have plagued religious leaders since the dawn of time. But morals don't mean crap without the personal experiences to back them up. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zum Dialogsystem. Das ist auch ganz interessant, weil wir keine konkreten Antworten haben, sondern bloß ungefähre Hinweise, wie wir antworten. Also eine abwimmelnde Antwort, das Offensichtliche noch einmal erwähnen oder bestätigen und meine Gedanken laut aussprechen. Und ich würde sagen, wir machen mal das. Leave me alone. Sehr hartnäckig. Leave me alone, I said. Ah, jetzt können wir schon grummelnd aufmachen und nachgeben, aber wir probieren nochmal die anderen Sachen aus. Services are cancelled. I repeat, services are cancelled. Ihr seht auch, unser Rabbi ist nicht gerade der lebensbejahendste Kerl. Go away. I said, go away. Fine, I'm coming. Gut, am Ende bleibt uns nichts übrig. Wir müssen nachgeben. Gehen wir mal zur Tür. I thought I told you to go home. Rabbi Stone, there's someone here. Tell him to get lost. There's no service tonight. No, it's a
top. Detective Sam Durkin, Midtown South Precinct. Could I talk to you for a few minutes, Rabbi Stone? Einer von der ganz harten Sorte mit der Fluppe im Maul. So, eine sarkastische Antwort, eine Pokerface-Antwort oder eine rabbinische Antwort. Nehmen wir doch die mal. Wir haben ja schon gelernt, Rabbiner antworten immer mit Gegenfragen. Is there some sort of problem, officer? I'd just like to ask you a few questions. Fine. Josh, take a hike. So, what can I do for you? I assume you're not here to convert. Are you familiar with a Mr. Jack Lauder? Should I be? I'm asking the questions, Rabbi. Fine. Let me think. Lauder. Lauder. Oh. You know him? Yeah. What can you tell me about him? He used to belong to this congregation. Used to? But not anymore? No. Left about 8 years ago, I think. What's this about? Have you had any contact with him since? No, I haven't. Care to fill me in here? Do you read the papers? Lese Zeitungen bestimmt. Aggressive, ehrliche oder rabbinische Antwort, natürlich mal wieder die rabbinische. Who has the time? So, you're not aware, Rabbi Stone, that Jack Lauder has been dead for 3 days? I did my best to control myself. I knew this man's type. His eyes scanned my face like a barcode reader, trying to read every telltale sign of emotion. Any flicker, any twitch could be used against me later. No. Does that bother you? Should it? Answer me, Stone. No. So you and Mr. Lauder weren't close? No, we weren't. What's the deal, Durkin? I've seen Lauder's will. He left you a significant amount of money. Was ist denn Deadpan? Mist, jetzt geht mein Laptop hier drüben gerade aus, da hätte ich mal nachschauen können. Was macht der denn? Irgendein Reboot. Ich hasse Windows. Ich weiß nicht, wer bei Windows sich das ausgedacht hat, dass die Dinger automatisch dann ausgehen, wenn sie mal ein paar Updates draufgezogen haben. Aber derjenige ist schon ein ziemlicher Troll, muss ich sagen. So, jetzt kann ich meinen Laptop, obwohl ich mir den so schön aufgebaut habe, hier als Wörterbuch gar nicht nutzen. Na gut, Deadpan Response, eine Incredulous Response, weiß ich leider auch nicht. Wir müssen ja nicht immer die rabbinische nehmen. Nehmen wir mal hier die Incredulous Response. He did what? You heard. How much? I don't have the exact amount, but somewhere in excess of 10,000. Bull. It's the truth. Jack wouldn't give me bubkis, let alone $10,000. And why is that, Rabbi Stone? He just wouldn't. Huh. This temple's in pretty sad shape, isn't it, Rabbi? Well, you're not blind, that's for sure. Can you afford the repairs? Wahrscheinlich nicht. So, gehen wir mal wieder auf die rabbinische Antwort jetzt, glaube ich. Wir müssen ja nicht unbedingt wütend werden ihm gegenüber. Do I look like I can afford it? I'm just asking. Oh, you're just asking? Well, I'm going to ask you to leave. Don't let the door hit you on the way out. Rabbi Stone. Get out of my office. Listen. No, you listen. I know where this is going, and I don't like it. I'm just doing my job. Yeah, you're a real mensch. Get out of here. Fine. I'll leave, Rabbi Stone. But I'll be back. Yeah, I bet you will. A mensch? Also ich weiß leider nicht, was ein Mensch ist, aber ich vermute mal, dass es irgendwas Gutes sein wird und dass es gerade eine sarkastische Antwort war. So, also ein Mensch, vielleicht ist es ein Wohltäter, ein Gutmensch oder sowas. Ist natürlich auch lustig, wenn man dann immer auf die deutschstämmigen Wörter stößt. Naja gut, da ist er dann doch, egal was man nimmt, so oder so patzig gegenüber dem Bullen. Naja gut, von mir aus. The rain, bad and irregular staccato rhythm against the window. But I could only hear one thing. Jack Lauder. Jack Lauder. The name pulled out a cork in my brain, letting loose old thoughts and memories that fought and struggled for supremacy. Jack Lauder. It was more than just a name. It was a link to a time when things were simpler. A time when I thought I had it all figured out. A time when morals and ethics meant something.
A time before it all turned to crap. I need to think. Okay, wir können jetzt zum ersten Mal uns frei bewegen und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ein kleines bisschen um. Erstmal im Crawlspace hier oben. There was nothing up there I wanted to see. Na gut, wir haben übrigens auch hier ein Menü. Move your mouse to the top of the screen to access your inventory and menu. Ja, das habe ich gerade schon rausgefunden. Und zwar haben wir hier zwei Reiter. Also das bis hierhin habe ich das schon mal in einem Video mit gerade vorhin angeschaut, habe selbst nicht gespielt dabei. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also ab jetzt bin ich auch ungespoilert sozusagen. Wir haben hier auf jeden Fall ein normales Inventar, in dem wir hier ein Jüdisch-Wörterbuch haben. Das ist schon mal sehr praktisch. Können wir auch mal reinschauen. Hier haben wir also einzelne Begriffe mit drin stehen. Ich weiß gar nicht, ob man hier... Nee, scrollen kann man nicht. Also hier haben wir auch den Goy, Non-Jewish Person, das hatten wir ja ganz am Anfang. Und auch diverse andere Begriffe, zum Beispiel auch Shiva selbst, Period of Mourning, also... ich weiß gar nicht, wird das Mourning und Mourning ausgesprochen? Ich glaube Mourning, oder? Also der Trauer quasi, eine Trauerphase. So, ansonsten die anderen Wörter... Ach hier, a Mensch, a Helpful Person, siehst du mal. Also doch, sozusagen, ein gut Mensch, ein hilfreicher Mensch. So, jetzt muss ich mal kurz meinen Laptop hier drüben wieder anmachen, der hat es jetzt endlich geschafft. Mit seinem Neustart. So. Okay, da habe ich zumindest gleich schon mal wieder ein Wörterbuch. Das ist ja schon mal schön. Monster finde ich auch schön. Bastard, son of a bitch. Gut, okay, da werden wir also noch diversen jüdischen Wörtern begegnen. Schauen wir uns mal die Business Card an. Rabbi Russell Stone. Benai Ben Zion. Da sind wir. Und, also so ein kleines bisschen habe ich gerade schon noch gesehen in diesem Raum, in dem Video. Deswegen weiß ich, dass wir gleich unseren Namen hiervon brauchen. Das ist ja unsere E-Mail-Adresse und meistens ist das ja dann auch der Login-Name in dem System, das dazu gehört. Und deswegen merken wir uns mal Airstone und schauen mal in den Computer rein. Josh set this computer up a few weeks ago. Claimed I needed to join the 21st century and connect with the community. Josh has been begging me to start using it. I suppose now was as good as, a time as any. Bugging heißt, glaube ich, Nerven, bin ich mir aber gerade nicht sicher. If only I could remember what Josh chose as my login and password. So, damit geht's los. Login haben wir gerade schon gesehen. Airstone. Geben wir das mal ein. Mal gucken, ob das klappt. Ja. Und beim Passwort brauchen wir einen Hinweis, denn wir haben ja keine Ahnung. Und da steht, da ist Busybody. Und dann müssen wir mal rausgehen. Wieder aus dem Computerbildschirm. Leider ist es so, dass wir wieder rausgehen müssen. Und schauen wir mal ins jüdische Wörterbuch. Und da sehen wir, Busybody ist ein Jenta. Das Wort merken wir uns, das ist unser Passwort. Und so wie ich gehört habe, soll das wohl auch noch öfter vorkommen. So, bevor wir das aber eingeben, schauen wir uns nochmal ganz kurz hier weiter um. Jenta können wir uns ja hoffentlich merken. What was I going to do with them? Pay them? Rechnungen oder was? Papers sind noch nicht unbedingt Rechnungen. Da würde ich doch Bills hinschreiben eher. Naja, gut. As much as I would have loved to break open a bottle of Kiddish wine, I didn't think it was appropriate. Kann ich verstehen. Ist vielleicht nicht ganz angebracht in dem Moment. There was nothing on the bookshelf I wanted to read. Okay, ansonsten haben wir hier nichts. Zur Tür gehen wir noch. Schauen wir uns erstmal kurz das Foto an. Wir müssen ja erstmal ein bisschen mehr über unseren Rabbi kennenlernen. It was fine where it was. Okay, er sagt gar nichts zu dem Bild selbst. So, was hast du denn da? Achso, okay. Du willst gar nicht irgendwie weiter Kommentare zu den Sachen verlieren, die da hängen, ne? Es ist einfach alles gut, so wie es da hängt. Na, okay.